Warte mal, muss ich das vielleicht von hier machen? Hier kann ich nämlich am weitesten. Ja. So, und jetzt hier hoch. Dahin. Super, lass mich raten, hier oben. Hier oben ist der. Ja, es wird besser, es wird härter, es wird stärker. Jawohl. Bitteschön, Meister. Ja, ja gut. Ich finde so goldig. Wie er mit dem... Oh, hier habe ich aber einiges vergessen. Boah. Also wenn die so gut versteckt sind, dann gebe ich mir echt keine Blöße. Die Frage ist, wo überall? Ich meine, ich kann ja nicht wirklich irgendwo zurück. Das ist so ein bisschen schade. Und ich war jetzt auch nicht der Meinung, als hätte ich irgendwo schlurig gearbeitet. Okay, das mit dem Dash ist schon cool. Ich glaube jetzt auch mal mit der Story weitergehen. Naja, okay. Wenn ich nicht alles erwischen sollte, dann kann man das vielleicht nochmal in einem Stream oder so machen. Von daher mache ich mir da großartig nicht so viel Gedanken, wenn es mal nicht wird. Was muss ich hier machen? Die rote Farbe ist zwar schick, aber zeigt mir jetzt eher, dass hier was gemacht werden muss. Schön, dass die Musik wieder da ist, aber muss sie so laut sein? Nee, die Musik an sich ist ja okay, sie stört ja jetzt nicht. Also hier wäre echt Zeug zum Verstecken gewesen. Deswegen wundert mich das gerade so ein bisschen, warum die Häuser leer stehen. Wieso kann ich da nicht hoch? Okay, ich bin jetzt hier hoch. Hier oben, da oben ist aber nichts. Dieser Dash ist cool. So, dann gucke ich hier mal in so ein Haus rein. Nö, auch nicht. Das ist nur Dekoration. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Okay, hier gibt es ganz viele Blumen. Die führen mich wahrscheinlich wieder zu so einer Lichtblume. Okay, da geht er automatisch runter. Ah, ich dachte, da wäre irgendwie ein Geheimgang oder so. Aber ist nicht der Fall. Kann ich da nicht irgendwie... hier so rüber? Okay, das ist komisch, dass ich da nicht hin kann. Warum kann ich da nicht hin? Ich will diese Tore aktivieren. Warte mal, vielleicht kann ich das hier machen. Okay, der Fuchs muss also über die... Alles klar, Buggy. Na super. Ist aber okay, ist nur ein optischer Bug. So, jetzt hol ich mir aber nochmal ein bisschen Geisterpower. Die Frage ist, komme ich da nicht irgendwie anders durch? Das wäre schon ein bisschen komisch, wenn das nicht gehen würde. Dass man hier irgendwie nicht hochkommt. Das ist nämlich ein bisschen komisch. Aber okay. Na gut, dann will ich erstmal hier
Hier waren wir schon. Von da kam ich. Dann will ich hier nochmal in diesen Kreis. Hier ist die Geschichte der Menschen. Die Menschen schliefen und bauten und lebten einfach. Sie lebten einfach. Super. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass ich wieder ein bisschen mehr richtig spreche. Nicht, dass ich anfange und irgendwie die ganze Zeit stotter und pipapo und hast nicht gesehen. Ich muss das Wasser aktivieren wahrscheinlich. Dafür muss ich den großen Felsen weghauen. Na gut. Schön, dass ich die Gemälde aktiviere, aber ich habe so das Gefühl, dass die nichts triggern. Dass die zwar was von der Geschichte erzählen, aber das war es auch schon. Finde ich ein bisschen schade. Aber na gut. Na komm, Kappa. Hm, auf. So, in diesem Haus war ich. Gibt's hier irgendwas? Nein, das ist nur ein Grenzstein oder was weiß ich, was das sein soll. Ist mir eigentlich auch relativ wumpe. Okay, jetzt muss ich das linke auch noch aktivieren. Und dann wird das Wasser wieder aktiv. Also anstrengend ist das Spiel nicht. Es ist eher schön, wo man eigentlich eher die Augen offen halten muss. Ich finde es nur schade, dass man nur eine Geisterladung mitnehmen kann. Das zieht sich manchmal so ein bisschen hin und her. Aber es ist nicht schlimm. Also ich muss jetzt sagen, es ist jetzt nicht so, als würde ich irgendwie vor Anstrengung platzen oder so. Es ist einfach, es ist ein genüssliches Spiel. Generell laufen aktuell relativ viele ruhige Spiele auf meinem Kanal. Das ist immer ein Mara für Kinder und das hier natürlich jetzt auch noch. Also ist jetzt nichts Großartiges, wo man sagen würde, das gucke ich mir an. Nicht so schnell! Ich dachte, der hat das jetzt blau gemacht. Ah, jetzt ist das Wasser wieder drin. Super. Da sieht doch wesentlich schicker aus. Jetzt kann ich auch darüber. Jetzt kann ich auch darüber. Das ist super. Das mache ich auch. Aber vorher hole ich mir noch eine Geisterladung, dass ich das eine oder andere Tor vielleicht aufmachen kann. Super. Ob es da irgendwie noch was gibt, aber ich glaube nicht. Nee. Ich dachte, hier gäbe es noch irgendwie was zu finden. Aber das war nicht der Fall. Hier war ja auch wieder so ein Monument. Ich glaube, ich muss da einfach jetzt nicht hier lang erstmal, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich kann da lang und dann irgendwie die Tore aufmachen. Aber ich kann mich ja trotzdem hier nochmal ein bisschen umgucken. Hier ist nix. Okay. Da muss ich weiter. Was eigentlich komisch ist. Das sah jetzt auch nicht so aus, als würde da irgendwas versteckt. Als wäre da irgendwas versteckt. Ah, den Geisterdash kann ich auch im Wasser machen. Das ist gut. Kann ich mich dort ein bisschen schneller machen. Hier natürlich alles auch nochmal in Ruhe angucken. Nee, nichts. Okay. So, gibt es hier irgendwas zu sehen? Ah, hier gibt es noch ein Stöckchen. Die will ich natürlich nicht vergessen, das ist klar.
Die Frage ist nur, wie viele habe ich verpasst? Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Da habe ich ihn entdeckt. Hier. Supi. Bitteschön. So, was war das jetzt für ein Mensch? Ah, das war sogar der richtige. 2, 3, 4 Menschen und einige Wellen. Wie gesagt, wie ich das mit den Wellen mache oder was das genau ist, da muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich mir nicht ganz sicher. Von daher... ja, muss ich sorry sagen, wenn ich da irgendwas vergeige. Gibt es hier noch Blumen? Ich will jetzt nicht den ganzen Weg zurückrennen, nur um ein paar Blümchen zu holen. Die müssten doch hier auch irgendwo sein. Ich nehme jetzt einfach mal die Zeit. Gucken sowieso nur Fans. Weil es hier ja auch sonst nichts Interessantes zu berichten gibt. Beziehungsweise Let's Plays sind halt nicht interessant. So ist es einfach. Traurigerweise, ja. Also ich zum Beispiel mag natürlich Let's Plays. Ich gucke auch sehr, sehr gerne immer welche. Aber ich kann auch Leute verstehen, die dann sagen, nee, ich bin zu abgedroschen. Und ich gucke den nicht mehr. Das soll jetzt keine Kritik an den einzelnen Personen sein, sondern das ist einfach nur daran angelegt, dass ich... dass viele Leute einfach einen anderen Standard eingesetzt haben und diese als Standard überhaupt... gesehen werden. Von daher, ja. Und da habe ich so das Gefühl, dass da die Spiele zweitrangig sind. Entweder guckt man den Typen, weil man den Typen interessant findet. Oder Sympathie oder sonst was. Errungenschaft, Ancient History. Alles klar. Oder aber... ich weiß nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass viele zwar auch im Streams, die dabei sind, aber dass von den Leuten meine Let's Plays weniger gucken. Ich dachte, die Türen gehen auf. Ah, die haben also den Fuchs ein bisschen verehrt. Und als der Fuchs weg war, waren sie traurig. Das ist klar. Okay. Was geht, ist denn da draußen los, ey? So, es wird gespeichert. Das ist okay. Weiß nicht ganz, ob ich die richtig getriggert habe. Aber irgendwie leuchten die drei Münzen. Ich weiß nur nicht, was für eine Welle das jetzt gewesen ist, weil die Wellen irgendwie nicht richtig angezeigt werden, oder? Nur so kurz. So, hier gibt es wieder Wasser. Wasser, 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 Wasser. Blümchen, das ist gut. Nein! Kappa, was soll das? Was machst du da? Mein Mund wollte gerade Bubi sagen, aber mein Kopf wollte irgendwie Bursche sagen und da kam Buiche raus. Hm, Junge. Also ich nehme einfach mal an, dass wir den Kappa jetzt als Jungen benutzen. Das hätte schnell ins Wasser gehen können. Aber ich glaube, da muss ich sowieso lang.
Na gut, ein bisschen Wasser kann ja nicht schaden. Okay, der Spirit Dash ist im Wasser so viel angenehmer. Muss ich hier wieder was aktivieren? Okay. Die Frage ist... Lass mich raten, das wird wahrscheinlich entweder erhöht oder runtergesetzt. So, jetzt will ich aber hier hinten nochmal was gucken. Warum kann ich da hoch, obwohl... Hä? Na gut. Finde ich zwar ein bisschen schade, dass man da nichts versteckt hat oder so. Aber na gut. Ah, nein! Der macht den Dash immer in die Kamerarichtung. Das bedeutet, bringt halt nichts, wenn ich nach rechts, wenn ich jetzt ins Bild rein pushe, dann macht er den Dash immer dahin, wo die Kamera hin zeigt. Okay, okay. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. So. Da ist bestimmt irgendwas versteckt. Was haben wir hier? Hier ist auch nichts. Oder? Nein. Okay. Ah, hier haben wir wieder dieses rote Staubzeug. Da muss ich die Kugel aktivieren. Ah, der ist erschöpft, der Kleine. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite finde ich es schade, dass dem seine Ausdauer sich nicht steigert. Liegt einfach liegt nicht daran, dass ich dem irgendwie Faulheit oder was Böses möchte, ganz im Gegenteil. Unser Kappa ist toll. Aber die... Ich habe so das Gefühl, es wird alles so ein bisschen weitläufiger, das Gebiet. Und dann ist es natürlich... Ist es natürlich sinnvoll, wenn man dann ein bisschen mehr... Ich glaube, da hoch muss ich. Und dann fällt da irgendwas runter. Da muss ich mir aber nochmal... Oh, super. Muss ich mir nochmal ein paar Blümchen holen. Ich kann echt... Heute habe ich echt irgendwie die Muße. Also, ich weiß nicht. Normalerweise so ein Stündchen, 1,5 Stunden aufnehmen ist drin. Aber mehr auch meistens nicht. Weil ich irgendwie dann auch nur, was Motivation angeht, begrenzt irgendwie gerade dran bin. Aber ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, okay, wie soll ich das schaffen? Geht das nur einmal oder? Okay. Okay, das ist gemein. Das ist gemein. Vor allem geht das mit der Steuerung irgendwie nicht. Das ist komisch. Oder aber ich mach's anders. Aber ich glaube nicht, dass ich den Schalter damit betätigen kann. Das wäre das Einzige, was gehen würde. Hä? Muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich muss hier hoch. Das reicht auch als Geist. So, den Schalter kann ich aber nur... Nee, das Ding ist einfach zu schnell nach oben. Für... Das ist komisch. Das ist wirklich komisch. Muss ich da wirklich den Dash einsetzen?
Ich meine, es geht, aber irgendwie... Hä? Okay, das haben sie ein bisschen blöd gemacht, weil die Steuerung einfach nicht wirklich passt. Weil du da... Ja, du kommst da einfach nicht durch. Dafür ist die Steuerung nicht gut genug, um das irgendwie in dieser kurzen Zeit zu schaffen. So, da muss ich gucken, wie ich das anders da mache. Weil das kann ja nicht sein, dass das irgendwie nicht funktioniert. Das muss ja irgendwie geschafft werden. So, ich irgendwie anders da hoch. Also ich sage, okay, der bleibt hier einfach liegen. Muss ja auch irgendwie möglich sein. Ich kann hier hoch, ja, das bringt mir halt nur recht wenig. Vor allem, weil der hier halt auch nicht wirklich... Nee, das ist nicht so okay. Schade, ich habe das Spiel so sehr gelobt und dann so eine blöde Passage, die einfach anhand der komischen Steuerung nicht so wirklich... funktioniert. Ich habe ja die Steuerung, die war ja ein bisschen buggy. Da habe ich ja gesagt, das ist ja okay. Aber warum springt er da nicht drüber? Aber diese Passage macht es jetzt leider ein bisschen ein Minuspunkt, ein großer Minuspunkt sogar. Würde ich sogar sagen, minus 5 Punkte von 100, was sie durch Schönheit bekommen hat. Ist einfach so. Nee, ich weiß nicht, wie ich das regeln soll. Anhand der Steuerung komme ich da nicht durch. Es wäre natürlich doof, wenn das genau jetzt das Problem wäre, was einen so ein bisschen weghaut. Das ist schade. Aber es muss halt irgendwie weitergehen. Ich probiere es nochmal ein bisschen, aber ich finde es trotzdem sehr komisch. Wenn das mit dem Geist schneller gehen würde, dann wäre das ja kein Problem. Nee, ich dachte, ich könnte irgendwie... Nee, du brauchst einfach zu lange. Wie kann man das denn... aktivieren. Wenn das wenigstens... Wenn man hier wenigstens recht schnell hochkommen könnte, weißt du? Dann wäre das kein Problem. Aber das ist ja das Problem. Ah, es muss im Gen... okay. Ist trotzdem nicht so cool. So, wo haben wir es dann? Was? Ist das dein Ernst? Okay, die Passage ist... Ich nehme alles zurück. Die Passage ist scheiße. Die ist... Ja, die ist scheiße. Die Passage ist nicht toll. Okay, hier. Schnell durch. Hat's geklappt, ja. Nee, war nicht so schön. Schwer ist eine Sache, komplex, aber dass das hier genau passen muss. Ich hoffe, das war jetzt ein einmaliger Künstlerfehler. Ansonsten muss ich sagen, wenn das jetzt mehrmals genauso kommt, dann hätte man vielleicht die Steuerung besser machen müssen. An sich ist die Steuerung ja super, die ist ja nicht so schlimm. Aber für solche
Punktelle, Angaben, muss man leider sagen, nein. Ups. Was? Okay, ich kann hier hoch, aber was bringt mir das? Hä? Das muss man mal jemand erklären. Na gut, okay. Ich kann da auf jeden Fall zur Not wieder hoch, wenn irgendwas ist. Alles klar. Guck ich mal, ob ich da irgendwas... Okay. Ich beschwere mich nicht. Schon wieder falsch. Auf jeden Fall gibt es da oben noch ein Dingsbums. Ein Wanderer. Die Frage ist, ich kann als Geist sowieso nichts bedienen. Das bedeutet, ich muss sowieso irgendwie schaffen, da was zu aktivieren. Die Frage ist nur, wie und was? Warum drehst du dich jetzt rum, Kappa? Hm? Kappa! Nein! Du sollst da hoch! Okay. Das bedeutet aber, hier gibt es irgendwo noch einen Stab. Ein Stöckchen. Die Frage ist, wo liegt der? Hier gibt es noch Blümchen, das ist okay. Warte mal, ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich habe da schon eine Idee. Nein, du sollst nicht bellen, du sollst das Stöckchen nehmen. Brava Kappa. Das kriegen wir hin. Wir müssen sehr, sehr viel mit dem Geisterdash machen. Finde ich ein bisschen okay. Das ist okay. Das ist jetzt nicht so tragisch. Wenn der nämlich aufgeht. Dash durch. Super. So, während der sich bedankt, kann ich mir noch was zu trinken einschenken. Super. So, die Frage ist, wie viele Menschen kommen da noch? Ich habe auch jetzt gedacht, nur eine Reihe, aber... So. Das war der richtige, war ein richtiger. Okay. Ich könnte wieder da hoch. Die Frage ist, warum? Ich meine, es gibt es ja nicht umsonst. Es wird da wahrscheinlich... dieses Portal nach oben wird da wahrscheinlich schon nicht umsonst da sein. Die Frage ist nur, wieso und weshalb? Und was kann ich da oben als Geist machen? So, da habe ich alles angeguckt. Das ist okay. Ja, komm. Mit dem Geisterdash ist es kein Problem. Nein. Nein. Igitigit. Thea, bitte nicht. Ich will mich jetzt nicht dreckig machen.
Mist. Ich will mich nicht dreckig machen. Na gut, da kann ich aber nichts für. Yeah.